Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Profi Replays. Ich muss das mal eben ganz schnell anmachen. Wir sind heute hier im zweiten Halbfinale des Wangzhou StarCraft Carnivals. Dort treten an, rechts unten in Rot gespawnt, der Gruppenzweite aus Gruppe A. Es ist Neep. Und sein Kontrahent links oben in Blau gespawnt als Zerg. Der Gruppenerste aus Gruppe B, es ist Rogue. Und wir werden in dieser Folge und vermutlich auch die nächsten, weil das für eine Folge ein bisschen wenig Zeit liefert, nee, andersrum, weil wir ein bisschen viel Zeit brauchen, in dem Best of Five, was wir hier haben. In den nächsten Folgen werden wir das also ermitteln, wer antreten wird gegen Hero, der sich schon durchgesetzt hat gegen Innovation und deshalb dann um den Finalsieg kämpfen wird. Der Verlierer ist allerdings auch noch nicht ganz raus. Es gibt noch ein Spiel um Platz 3, das werden wir uns auch anschauen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf dieses Spiel. Neep cancelt da interessanterweise seinen Pylon. Wahrscheinlich hat er den misplaced. Ach nee, ihr wollt. Ach so, ich war gerade. Sorry, ich war verwirrt. Wir haben hier die Hedge natürlich von Rogue. Wir sind hier auf der Seite von Rogue. Ich dachte gerade, wir wären hier an der Natural Expansion von Neep. Nein, sind wir natürlich nicht. Der möchte hier nämlich jetzt an seiner Natural Expansion expandieren. Wir sind hier auf Backwater, das heißt, es ist natürlich sehr, sehr einfach möglich, auch hier auf drei Bases hochzugehen. Ich bin gespannt, ob wir das bei Neep auch sehen werden. Relativ einfach natürlich hier, indem man hier die Wall dicht macht und dann einfach diese drei Bases nimmt. Unglaublich schnell diese drei Bases zu bekommen. Ich bin gespannt, ob wir das hier sehen werden. Vielleicht möchte allerdings auch Rogue das Ganze verhindern. Das ist natürlich auch möglich. Wir haben ja bei ihm schon durchaus gesehen, dass er in der Lage ist, durchaus mal durchzudrücken mit irgendwas. Mal schauen, ob wir das heute auch sehen werden. Also mit Ling oder mit Roaches oder mit Hydras, alles möglich. Werden wir sehen. Die Probe auf jeden Fall macht sich auf den Rückweg. Oder auch nicht. Sie hat sich nochmal umentschieden, um nochmal hier an der dritten zu patrouillieren, die allerdings jetzt schon steht bei Rogue. Dementsprechend kann sie sich jetzt auch wirklich auf den Rückweg machen. Cybercore gleich durch. Ich bin gespannt, was das Follow-up wird. Ob wir hier einen Stargate sehen werden oder ob es hier in Richtung Twilight Council Robo geht. Wir sehen auf jeden Fall einen Adepten, der gechronoboostet wird. Der möchte also nicht direkt diesen Overlord zum Beispiel vertreiben, sondern lieber nochmal scouten gehen mit dem Adepten oder vielleicht auch die ein oder andere Drohne erwischen. Auch das wäre ihm natürlich gefallen. Linkspeed jetzt in der Forschung. Wir sehen erstmal eine ordentliche Drohnenrunde hier bei Rogue, der noch kein Ling hier dabei hat. Nur eine Queen im Bau. Hier unten auch noch keine Queen. Die sollte jetzt gleich wahrscheinlich dazukommen, nehme ich mal an. Denn mit Queens kann man sehr, sehr schön auch verteidigen. Und dann braucht sie natürlich sowieso für die Injects. Ersten zwei Linge auf jeden Fall jetzt auch dazu. Ersten vier Linge. Sechs Linge sind tatsächlich gegen den ersten Adepten schon ganz schön. Mit vier kann man auch nochmal zusammen mit der Queen helfen, aber es wird dann doch relativ schwierig. Wir sehen immer noch keine Queen hier. Das kann interessant werden, vor allem wenn sich der Adept hier auf dem Weg in diese Base macht. Und genau das ist der Plan. Jetzt hat er doch gecancelt. Wäre richtig gewesen. Denn wir sehen die Queen hier, die will vorne blocken. Hier stehen auch die Linge. Wenn er aber in der dritten gewesen wäre, hätte er doch durchaus ein, zwei Probes, beziehungsweise ein, zwei Drohnen bekommen können. Jetzt wird das Ganze schwieriger, denn es werden immer mehr Linge. Er pumpt hier tatsächlich gerade viele Linge, denn wir haben jetzt auch zwei Adepten und dagegen muss man schon ein bisschen was haben. Linkspeed ist jetzt jede Sekunde durch. 8 Sekunden, genauso sein Bauch ja noch. Oh, und es schafft hier Rogue den Surround auf die beiden Adepten zu setzen. Das ist nicht gut für Neep, der damit unnötig seine ersten beiden Adepten verliert. Hat damit definitiv mehr verloren. 4 zu 2 hier. 4 Linge gestorben gegen zwei Adepten. Das möchte man sehr, sehr gerne mitnehmen, wie wir auch hier sehen, obwohl hier gleich natürlich das Ganze nochmal ein bisschen ansteigen wird. Weil dieser Overlord fällt, der allerdings auch sein Ziel erfüllt hat, hier eben zu scouten. Das hat hier Rogue gemacht. Early Game geht definitiv an Rogue. Und wir sehen als Follow-up hier bei Neep die Robo, die die Wall komplettiert. Genau zum richtigen Zeitpunkt übrigens auch. Und den frühen dritten Nexus, wie erwartet. Ist dann aber auch hier den Pylon, um vielleicht auch zu verhindern, dass hier gedroppt wird oder so. Und möglichst früh auch Fischen zu generieren. Ich denke, wahrscheinlich ist das der Hauptpunkt. Dieser Bach ist so laut. Das ist mir noch nie aufgefallen. Faszinierend. Nun gut, Sparkler werden fertig, um ein mögliches Oracle abzufangen. Allerdings haben wir kein Oracle auf dem Feld, weil wir gar kein Stargate haben. Stattdessen wird hier, wie gesagt, auf die Robo gesetzt und eben auf drei weitere Gateways. Könnte also sein, dass wir gleich mit einem War Prisma ein bisschen Harassment sehen von vielleicht vier Adepten oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Wir haben noch keine Twilight Council. Das heißt, da ist die Chance natürlich nicht da, dass wir früh Zelda Charge sehen. Oder auch einen Darkschwein, auch das wurde ja früher sehr, sehr gerne gemacht, eben mit Arkins zu harassen oder eben mit DTs direkt, wenn eben noch keine Detection da war. Das sehen wir allerdings hier nicht, jetzt kommt erst die Twilight, dafür wäre das Ganze dann noch relativ spät. Ich denke, wir werden da gleich Saddle Charge vermutlich sehen. Link wäre natürlich auch immer eine Option, aber ich denke, aktuell würde das Meta eher Saddle Charge hier
suggerieren. Observer kommt dazu. Nieb relativ aktiv hier vor seiner Base. Möchte nicht, dass hier die Linge stehen und immer genau wissen, was denn seine Armee jetzt genau ausmacht, ob die sich jetzt auf den Weg macht und so weiter und so fort. Scouting halluzinierter Phoenix geht jetzt auch los. Ich bin gespannt, ob wir hier auch eine frühe vierte Base nochmal von Nieb sehen werden. Die dritte steht ja inzwischen schon, ist auch schon gut bemannt. Wir sehen hier 53 zu 51 Worker. Das ist gar nicht so schlecht. Aber Rogue, der rennt jetzt mit seinen Dingen nach vorne. Auch er noch ohne vierte Base. Passt das? Ja, dürfte passen mit dem Cryptomore. Versucht jetzt hier durchzudrücken. Da wird aber direkt dahinter geworbt mit drei Adepten. Und da wird er hier natürlich nicht durchkommen. Stattdessen aber diese Armee hier, die sich auf den Weg gemacht hat, die läuft hier Gefahr, genau in die Linie zu rennen. Wobei sie das, glaube ich, ganz gerne machen würde. Das sind ganz gute Anzahl hier an Einheiten. Wir haben allerdings keine Force Fields durch die vielen halluzinierten Phönixe. Twilight Council ist fertig. Das heißt, jetzt kommt das Templars Archive dazu. Kein Zealot Charge aktuell, aber dann früh die Chance gleich auf Arkens zu gehen. Währenddessen hier weiter der Scout. Wir sehen inzwischen Roaches mit Roach Speed im Bau. Also ist der Leertech auch schon durch. Noch kein Hydra denn. Plus ein Attack Upgrade für die Fernkampfeinheiten. Relativ viele Linge noch dabei. Die möchte er gerade nutzen hier, um das Warpresson zu vertreiben. Denn dort werden jetzt hier wahrscheinlich vier Zealots gewarpt. Vier High Templar sogar. Drei erstmal, weil er gerade auf Cooldown war wahrscheinlich, aber es sollen zwei Arkans werden. Auf der anderen Seite sehen wir den frühen Spire. Das ist interessant, das wird vermutlich Stalker zur Folge haben bei Nieb. Also ich denke, er wird auf Blink gehen, es sei denn... Die Frage ist halt, wie stark committed hier Rogue auf Mutas? Reicht es eben mit Stalkern zu verteidigen oder braucht er wirklich die Stargates, die wir noch nicht haben? Es ist ja kein Stargate-Opener gewesen. Damit die Transition hier auf viele Phoenixes gegen Mutas erst relativ spät möglich. Schön, dass Micro jetzt hier von den Arkins, müssen sich allerdings jetzt auf den Rückweg machen. Ist da überhaupt was gefallen? Ja, vielleicht ein, zwei Linge. 19 sind nämlich insgesamt gefallen. Werden weitere Templar gewarpt, plus ein Attack Upgrade kommt jetzt auch dazu. Noch kein Zealot Charge durch, nur Warp Gate. Und jetzt treffen sich die Roach-Armee und die Armee von Nieb hier. Oder auch nicht. Sie sind beide losgerannt und sind jetzt beide wieder zugerannt. Wollten also beide hier nicht weiterfighten. Vierte Base kommt jetzt dazu von Nieb. Vierte Base ist gleich fertig hier bei Rogue. Nieb rest hier immer noch. Muss allerdings natürlich viel Schaden hier von den Queens einstecken. Das ist sehr, sehr wichtig, dass er eben das Warpress nicht verliert. Zumal dort ja beide Arkansas sind. Wenn er das verliert, ist das unglaublich viel Value, den er da verliert. 11 Mutas jetzt im Bau. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Mutas hier gleich auch nicht Schaden machen können. Aber da gibt es den Recall tatsächlich. Hat er den Spire gesehen? Wo ist denn der überhaupt? Ich habe ihn selber nicht gesehen, dort. Nein, er hat den Spire nicht wahrgenommen. Storm jetzt in der Forschung. Wenn die Mutas natürlich auf der Stelle stehen, dann kann man auch mit Storm angreifen. Diese Chance ist aber relativ selten dort. Und deshalb nehme ich doch mal an, dass das nicht die richtige Wahl ist hier, um gegen die Mutas vorzugehen. Rogue macht das aber auch gut. Der deutet jetzt hier Aggression an durch seine Roaches, forst damit wahrscheinlich viele Zealots nochmal. Und Arkans, wobei Arkans natürlich gegen Mutas auch nicht so schlecht sind. Aber eben, er forst die direkte Antwort von Nieb in Form von Bodeneinheiten. Und jetzt kommen dann nämlich die Lufteinheiten, die jetzt hier auch das Warpress noch erwischt haben. Allerdings ohne die beiden Arkans, also nicht ganz so schlimm wie vorhin. Aber jetzt sind die Mutas da und die Frage ist, was ist die Entscheidung hier von Nieb? Er baut direkt eine Shield Battery. Rogue drückt tatsächlich nicht auf die Worker durch, sondern möchte hier den Tech rausnehmen. Beziehungsweise erstmal die Pylons, um hier die Gates zu anpowern. Das ist natürlich interessant. Ist ein relativ sicherer Schaden, den er da wählt. Aber er muss natürlich auch aufpassen, dass er überhaupt irgendwie Schaden generiert. Weil wenn er nur die Stalker rausnimmt, beziehungsweise nur die Pilots rausnimmt, dann ist das jetzt nicht das, was man eigentlich von so gasintensiven Einheiten wie Mutas erwartet. Die jetzt hier allerdings komplett kämpfen in der geheilten Shield Battery. Währenddessen kommen die Stalker dazu. Das ist teuer hier, was hier gerade Rogue macht. Da muss er dringend wieder weg von. Da hat er doch ein paar Mutas for free verloren. Drei Stück, um genau zu sein. Ohne wirklich Schaden generiert zu haben. Also gut, Pylons, aber Pylons sind jetzt nicht das Allerwichtigste, zumal wir hier in einem quasi gemaxten Zustand immer noch sind. Das heißt, die Pylons waren sowieso nur Bonusmaterial hier bei Nieb. Das Einzige, was halt gut gewesen wäre, wenn er dafür jetzt hier irgendwie die Forge anpowert hätte. Das wäre natürlich schön gewesen. Aber das ist nicht der Fall. Wir sehen noch weitere Mutas, die dazukommen. Allerdings, die jetzt scheinbar die Saturation an Mutas quasi erreicht. Jetzt soll das Follow-up kommen in Form von Roachling Baning. Keine Hydras tatsächlich. Einser Nahkampf-Upgrades. Und jetzt kommen die Mutas nochmal hier rein. Versuchen hier nochmal Schaden zu finden. Hier geht es nochmal drauf. Hier sind zwei Cannons, die fertig werden. Allerdings zu spät. Storms nochmal gesetzt. Allerdings nicht getroffen. Völlig ins Leere hier. Die Cannon wird auch nochmal rausgenommen. Vielleicht ein, zwei Probe-Kills nochmal. Das ist schön. Das wollte eigentlich hier Rogue haben. Storms sitzen allerdings auch auf der eigenen Eco. Das ist vielleicht nicht das allerbeste.
versucht hier natürlich die Mutter stark anzuschlagen, aber die haben natürlich ihre Geweberegeneration. Das heißt, die sind sehr, sehr schnell wieder voll. Das heißt, anschlagen bringt nicht viel, man muss sie halt direkt töten. Da stehen allerdings die Arkans und die können diesen Job sehr, sehr gut erledigen. Wir haben immer noch keine Stargates. Das heißt, die Chance ist immer noch nicht da, das Ganze irgendwie über die Range zu lösen. Man muss irgendwie gut in Position stehen hier an Neebs Stelle, der jetzt hier übrigens die nächste Base haben will. Auch das mutig natürlich gegen Mutas auf dem Feld. Wir sehen, wie viel Schaden die hier auf den Nexus drücken werden. Das geht hier übrigens vorne drauf. Und die Baninge, die connecten ja unglaublich. Neeb hier auf Move Command unterwegs gewesen. Und das kostet ihn hier wahrscheinlich das Spiel. Das hat ihn das Spiel gekostet. Da lege ich mich fest. Hat jetzt nur noch die Hälfte an Supply. Hat unglaublich viel hier in die Baninge verloren. Hier sind zwar noch einige Stalker. Aber das war vielleicht teuer. Das müssen wir uns gleich auch nochmal angucken wahrscheinlich. Kann ich jetzt tatsächlich nicht machen. Sonst seht ihr, wie lange das Replay gedauert hat. Aber wenn ich am Ende dieser Folge nochmal dran denke, beziehungsweise am Ende dieses Replays, dann... Wobei ich bei diesem Zeitpunkt jetzt schon sagen kann, das wird auch dann das Ende dieser Folge werden, weil wir sind ja schon relativ weit. Dann wollen wir uns das vielleicht nochmal anschauen, wenn ich dran denke. Boah, das war teuer. Aber gut, er ist noch im Spiel. Er hat das Spiel nicht komplett weggeworfen. Plus 3 Attack-Upgrades kommen jetzt dazu. Da kommen nochmal die Mutas. Die Mutas machen aber jetzt auch einen Schaden. Die sind überall auf der Map unterwegs. Sie bekommen allerdings auch viel Schaden. Auch das muss man sagen. Überall fällt mal wieder hin und wieder ein Mutter. Jetzt geht es hier vorne übrigens wieder drauf. Schöne Action, die wir hier sehen. Wir waren auch schon ewig nicht mehr auf Seiten von Rogue hier. Das hat nämlich auch den Grund, dass eben Rogue der Aggressive hier ist. Neeb muss verteidigen. Die Frage ist, schafft er das Ganze? Die Wall ist offen. Das heißt, da können die Linge durchrennen. Das sollte er auch machen. Storm ist jetzt hier nochmal gesetzt. Wäre natürlich schön hier für Rogue, wenn er an die High Templar rankäme mit seinen Baning. Von allen Seiten strömen jetzt hier irgendwelche Einheiten ein. Überall sind hier kleine Scharmützel auf der Map. Es gibt keinen großen Klumpen. Und das ist vielleicht das, was hier Neeb sehr, sehr schade finde ich, denn ich glaube, er würde es sehr, sehr viel besser finden, wenn alles in einem großen Klumpen wäre. Dann hätte er nämlich seine Armee deutlich bessere Chancen. Jetzt kommen nochmal die Mutas dazu, aber im direkten Engagement natürlich Mutas überhaupt nicht schön. Storm sitzt ganz gut auf Link und Baneling, damit fallen diese schon mal ganz gut weg. Die fünfte Base steht natürlich nicht mehr hierbei. Neeb möchte allerdings gleich wieder neu bauen, allerdings die Probe hier natürlich auch arg in Gefahr getötet zu werden. Sehr schön hier die Stalker, die hier Neeb abstellt. 104 zu 84 Supply. Ziemlich viele Upgrades hier bei Rogue. Allerdings alles nur Level 1er Upgrades. Er hat jetzt für alles eigentlich Level 1. Nahkampf, Fernkampf, Verteidigung und R. Wenn er jetzt noch 1er Defense für R hat, dann hat er alles Level 1. Jetzt geht es hier nochmal auf die Bandinge, versuchen hier zu connecten auf die High Templar. Einer schafft es, das reicht aber nicht, um sie zu töten. Jetzt kommen allerdings nochmal weitere dazu. Schöne Storms. Die Storms machen unglaublich viel Schaden. Trotzdem leben noch immer Bandinge, die kommen jetzt ran. Arkans aber frühzeitig gemorpht, das reicht hier noch. 82 Supply inzwischen führt hier Neeb im Supply. Muss allerdings jetzt hier aufpassen, da kommen nochmal viele Bandinge, die allerdings auch stark in die Arkans connecten. Und das waren die falschen Ziele. Das war nicht so geil für Rogue. Da hat er seinen Vorsprung weggeworfen. 62 zu 41 Supply plus 3 Attacker Upgrade gleich durch. Also das sieht jetzt tatsächlich schon wieder deutlich besser aus für Neeb. Income-technisch sind da beide Spieler, na gut, man muss schon sagen, Rogue ist da deutlich vorne, 2000 zu 3300 hier, was das Income angeht. Also da macht Rogue schon mehr Schaden, aber er hat auch deutlich mehr verloren hier. 4000 Mineralien insgesamt schon mehr oder Ressourcen insgesamt schon mehr. Das ist natürlich schon nicht gerade wenig. Wie sieht es im Unit-Count aus? Haben wir noch Mutas auf dem Feld? Nein, die Mutas sind auch alle gestorben. Wir haben nur 6 Roaches, 6 Baninge, 46 Linge. Das ist natürlich für diese Armee hier nichts. Wenn jetzt hier nochmal ein, zwei High-Timeler mit Energie gleich sind, ich denke, dann wird hier Neeb versuchen, wieder durchzupushen. Hier steht ein Zealot in der Lücke. Das heißt, die Linge, die hier anderen, können vielleicht diesen Immortal erwischen, mehr aber auch nicht. Oh, der Zealot stand aber nicht auf Full Position. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Da kommen ein paar Linge durch, aber er wird jetzt hier in der Mainbase reinwarpen, um das Ganze hier möglichst den Schaden hier in Grenzen zu halten. Die Forge wird angegriffen. Allerdings haben wir auf der Forge natürlich auch schon die... Nahkampf-Upgrade oder die Angriffs-Upgrades sind alle erforscht. Wir sehen allerdings auch, Adrenaline Glance ist schon durch für die Linge. Da wird die Linge natürlich nochmal deutlich, deutlich stärker und das sehen wir uns hier auch nochmal in der Eco-Line. Storms hier nochmal gesetzt, um die Linge zu bekommen. Ein Ling lebt noch, fällt aber jetzt auch. Hier vorne stehen auch nochmal Linge. 89 zu 71 Supply. Das ist immer noch gut für Neeb, was er hier sieht. Allerdings sehen wir jetzt die Transition. Wir sehen die ersten Ultralisken. Wir sehen hier, oder wir hören hier eher, dass Ravager auch noch gemorpht werden. Wir haben Baninge in der Armee. Das heißt, jetzt ist die Frage, reicht die Armee von Neeb gleich noch aus? Er hat keine oder kaum Immortals noch in seiner Armee. 4 Stück. Aha, geht aber. Hatte ich tatsächlich schlimmer erwartet. Er hat nicht so viele verloren, wie ich gedacht hätte. Ark ist natürlich auch nicht so schlecht gegen die Ultras. Aber die Zealots und die Stalker, die können natürlich gegen die Ultras wenig anfangen. Da möchte man halt eigentlich möglichst viele Immortals haben. Am besten sogar Double Robo Immortal Production. Dann kann man die Ultras auch sehr gut kontern. Aber die sehen wir hier noch nicht. Plus 1er Shield Upgrades kommt jetzt auch dazu. Wir haben noch keinen Defense Upgrade, aber die Shield Upgrades natürlich für die Arkans wesentlich entscheidender. Da oben sind nochmal die Linge. Die Linge versuchen halt dauerhaft hier irgendwo einen Schaden zu finden.
werden dabei aber auch stark weggeworfen. Man darf aber nicht vergessen, Rogue hier mit dem deutlich besseren Imkern, das heißt, der kann sich das erlauben, wenn er irgendwie einen Gegenwert davon schafft. Irgendwie. Und das hat er zwischendurch geschafft, indem er auch einfach die Armee von Neeb dazu gezogen hat, sich aufzuteilen, immer mal wieder aktiv zu werden, hier defensiv und eben nicht aggressiv, bevor die Ultras fertig sind. Und das kann sich hier eben auch entscheidend ausgewirkt haben. Jetzt kommen hier nochmal die Storms. Die Ultras allerdings hier mit wenig Panzerung. Dreier Panzerung statt Fünfer, wie sie natürlich insgesamt haben könnten. Das heißt, sie fallen tatsächlich ganz gut hier weg. Selbst Storms machen den Ultras jetzt nicht so wenig Schaden. Und mit den Immortals dahinter glaube ich, dass hier Niebkas Grenze nochmal aufräumen kann. Währenddessen ist er übrigens auch vorne drin. Mit sehr, sehr vielen Zealots kann hier neue Bases rausnehmen. Und das sieht nicht so gut aus für Rogue hier, der hier zwischendurch das Spiel unglaublich dominiert hat. Aber ich glaube, in dieser Situation verliert er hier gerade 100 Supply zu 60. Das ist natürlich schon mal ein ordentlicher Unterschied. Fast das Doppelte hier, zumal jetzt sicherlich gleich wieder der nächste Warp-In hier fertig ist auf Seiten von Neeb, der jetzt hier nochmal versucht, weitere Bässe zu bekommen. Interessanterweise hat diese Bässe auch überlebt, während diese hier gefallen ist. Auch das sehr, sehr interessant. Aber jetzt kommen die Stalker, die Arkans dazu. Wir sehen nur Linge und Banige bei Rokenbau, denn der hat zwar relativ viel Gas, aber er hatte nicht mehr die Mineralien, um hier weiter mit Ultras zu reinforcen. Und seien wir mal ehrlich, gegen die Armee möchtest du jetzt auch nicht so unbedingt mit einem neuen Ultras hier reinforcen. Was gut wären, wären Broodlords, aber da ist er hier meilenweit entfernt von, weil er sich eben für die Ultras entschieden hat. Ich glaube, wenn er sich für die Broodlords entschieden hat, ja, wobei wir auch sehr, sehr viele Stalker dabei gehabt hatten, trotzdem glaube ich, dass das besser gewesen wäre. Diese Base wird fallen, Journaling Glance nutzt er doch sehr, sehr stark. Trotzdem auch viele der Linge hier fallen werden, denn sie sind quasi surrounded. Damit fallen hier alle Linge, die dabei sind. Gut, einer kommt nochmal weg. Aber der rennt in den Zenit, der nicht auf Hold Position steht. Und damit ist der auch Geschichte. Neue Ultras, neue Vipern, die natürlich das Spiel nochmal tatsächlich ein bisschen ändern könnten, wenn dann nämlich Blinding Clouds sitzen, auf Zealots, die angreifen, auf Stalker, die versuchen aus dem Hinterhalt anzugreifen, dann werden diese eben auch gezwungen, in die Ultras zu rennen. Vielleicht das nochmal entscheidend, aber trotzdem. Neeb hier mit einem großen, großen Vorteil. Ich denke, ich weiß nicht, vielleicht hat er sich das auch nochmal außer Hand. Am Anfang hatte ich ja gedacht, er hätte den Vorteil schon weggeschmissen, indem er einfach diesen Move-Command gemacht hat. Wobei ja, Neeb hatte ja eigentlich nie den Vorteil in dem Early Game. Da hatte Rogue den Vorteil. Den hat er auch immer weiter ausgebaut, aber er hat halt auch weiter, immer weiter Einheiten weggeworfen. Und das war eben das Entscheidende. Jetzt kommen hier die Linke nochmal drauf. Die könnten hier, wenn sie draufdrücken, glaube ich, nochmal den Nexus bekommen. Hier ist nämlich wenig, was das Ganze reinforcen kann. Und ja, Linke mit Drilling Lance, die machen halt so viel Schaden. Das ist unglaublich. Das Ganze kann auch nicht mit Shield Batteries gegengehalten werden. Aber es geht jetzt hier erstmal vorne drauf. Die Zealots werden hier nicht gefokust tatsächlich von den Banelingen. Was vielleicht das Entscheidende gewesen wäre. Eigentlich möchten natürlich die Banelingen am liebsten in die High Templar rennen. Aber da kamen sie nicht dran. Damit viel in die Immortals connected und auch in die Arkans. Das ist nicht das Ideale. Absolut nicht. Die Arkans sind auch nochmal gefallen. Wir haben hier ein paar Vipern mit voller Energie sogar. Das heißt, da könnten Blinding Clouds jetzt kommen. Das denke ich, werden wir jetzt auch sehen. Wir sehen sogar die Puls und die Blinding Clouds. Die Immortals können dadurch tatsächlich auseinandergenommen werden. Supply-technisch allerdings starke Führung hier jetzt für Neeb. Und das wird sehr, sehr schwierig für Rogue, das Ganze nochmal zu bekommen. Jetzt werden nochmal 6 Stalker gewarpt. Die hatten inzwischen die Viper noch ohne Energie. Die letzten Immortals fallen. Und damit ist das die Führung für Neeb in einem sehr, sehr langen Spiel. Wir gucken jetzt nochmal einmal ganz kurz drauf, weil ich das ja angekündigt habe, auf die Stelle, wo er hier nach vorne rennt. Wo war das? Das dürfte ein bisschen später gewesen sein, so Minute 11, 12, glaube ich. War ein schönes Spiel. Es ging sehr, sehr hin und her. Neeb war sehr, sehr defensiv, nachdem er ja am Anfang so ein bisschen geprescht hat mit dem War Prisma. Musste er nur verteidigen. Aber das hat Rogue gut gemacht. Hat sehr, sehr gut die Aufmerksamkeit geforst. Aber man muss auch sagen, er hat doch sehr, 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 sehr viel da reingeschickt. Unglaublich viel. Und irgendwann wurden die Fights halt unglaublich ineffizient. So, jetzt sehen wir es. Gucken wir einmal auf die Units Lost. 2500 zu 3400. Und da sehen wir hier einfach auf Move Command viel explodiert. Da hinten kommen auch nochmal die Banelinge. Und da sehen wir doch einen ordentlichen Unterschied. Das war kein guter Fight für Neeb. Und wenn wir jetzt mal gucken, wer am Ende aus diesem Fight hier jetzt mit welchem Wert wir da rausgehen. So, jetzt ziehen sie sich zurück. 9200 zu 6500. Also haben wir einen Unterschied von knapp 3000. Was hatten wir vorher? Wir gucken nochmal ganz kurz nach, weil ich es schon wieder nicht auf dem Schirm habe. Das waren... Hallo? Play? 2500, also da waren sie nur 1000 im Unterschied und das Ganze hat sich dann halt jetzt komplett dann verändert nochmal auf 3000. Das war ein schöner Fight hier für Rogue. Aber der hat ihm letztendlich dann auch nichts mehr genützt, denn er liegt jetzt hier hinten. 1:0 steht es für Neeb. Mal schauen, ob der das Hero hier nachmacht und ob es ein PvP-Finale dann geben wird. Das werden wir dann uns beim nächsten Mal anschauen.
das war es jetzt erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut aber beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die Folge klicken, unten rechts ein anderes Projekt von mir und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.